Backoff-Steuerungen sind weltweit in allen erdenklichen Anlagen im Einsatz. Von den kleinsten Maschinen mit wenigen IOs bis hin zu hochkomplexen Anlagen mit Dutzenden von Achsen. Einer der Gründe dafür ist sicherlich die durchgängige Skalierbarkeit der CPU-Leistungsklassen. Und genau diese Skalierbarkeit kann man jetzt hinter mir ganz gut erkennen. Was man sieht, sind CPU-Benchmark-Ergebnisse, also Benchmarks, die wir hier intern durchführen. Um zum Beispiel die Cache Performance, die RAM Performance, die Achsen Performance und die PLC Performance zu bewerten, um Prozessoren zu vergleichen in ihrer Leistungsfähigkeit. Und man erkennt ganz gut eine quasi lineare Skalierung über die Prozessoren, angefangen vom Atom 2-Kerner bis zum 8-Kern-Core i7. Darüber kommen dann noch Ein-Kern-Prozessoren, ARM-Prozessoren und unten angeschlossen eben noch Xeon-Prozessoren bis hin zu 40 Prozessorkerne, sodass für nahezu jede Anwendung die perfekt passende Leistungsklasse und der daraus perfekt passende Prozessor ausgewählt werden kann. Und die Skalierung endet nicht bei der CPU-Leistungsklasse, sondern sie geht dann weiter bei dem Formfaktor. Das bedeutet, wenn wir eine CPU, einen Chipsatz auswählen, dann bringen wir diesen grundsätzlich in die verschiedensten Motherboard-Formfaktoren und diese Motherboard-Formfaktoren bringen wir dann eben in alle möglichen... PC-Formfaktoren, sodass Sie durchgängig skalieren können. Sie skalieren erst die CPU-Leistungsklasse, dann in diesem Beispiel haben Sie selektiert die Core-I-CPU-Leistungsklasse und können dann nochmal das gesamte Beckhoff-Produktspektrum an Formfaktoren wählen. Und hat man dann innerhalb einer Leistungsklasse den passenden Formfaktor für die Anwendung gefunden, dann stellt Beckhoff so im 2- bis 3-Jahres-Rhythmus Kompatible PC-Generationen immer mit Einsatz neuester Chipsätze aus dieser Leistungsklasse zur Verfügung. Die PCs bleiben dabei langzeit verfügbar. Es kann also durchaus mal vorkommen, dass wir den gleichen PC in zwei, in drei Generationen gleichzeitig am Markt haben. Gutes Beispiel dafür ist der C6920 hinter mir, 2005 in den Markt eingeführt, inzwischen in der achten Generation seit über 15 Jahren im gleichen Formfaktor. Ja, zusammenfassend kann man sagen, wir skalieren die CPU Leistungsklassen. Anschließend haben Sie noch mal das volle Produktspektrum an Formfaktoren zur Verfügung. Da können Sie den entsprechenden Formfaktor auswählen und in diesem Formfaktor bekommen Sie ihr Gerät dann auch noch über einen ganz langen Zeitraum geliefert.